Ah, es gibt scheinbar mal wieder neue Rust-Skins. Ich war jetzt ein paar Tage nicht online. Oh, das sieht ja schon mal ziemlich nice aus. Aber oh, die Preise sind aber natürlich oh, ziemlich crazy. Oh mein Gott, was ist hier los? So, was haben wir denn hier schön? Das ist ein Glory Knife. 2,65 € Phantom Knife. Auch geil. 3,50 €. Alter. Playmaker Face Mask. 3,50 €, leck mich fett. Normalerweise kosten diese Chests hier und die Chestplate und die Mask immer so 90 Cent, aber ich gebe doch keine 3,50 € aus. Habt ihr einen Arsch offen oder was? Burlap. Ich weiß nicht, Alter. Ja, das für 90 Cent könnte man das schon mitnehmen, aber der Rest ist einfach nur. Einfach nur Shit, würde ich sagen. Dann gucke ich mal, wie die Preise so sind bei den Sachen, die ich alle noch habe. Gegenstand verkaufen. So, was haben wir denn hier vorne? 3,81 € geht auch wieder hoch. 1,49 €, 1,19 € sind die Preise jetzt. No, die gehen runter. 64 Cent, Alter, die wird ja mal billiger. 2, Alter, der war eigentlich bei über 3 €. Mann, was hier los? Der war bei 3,83 € beim letzten Mal. Ab 3,33 €, der war bei über 4 €. Was soll denn das? Irgendwie ist der Markt ein bisschen im Arsch. 1,27 € die Tür. 1,31 €. Ey, Hammer. 2,55 € meine Pickaxe. Hm, 1,54 €, 1,06 €, leck mich fett. Das war der Mega-Fehlkauf. 1,41 € für den Teppich, ja. Okay. 1,46 €, 1,74 €. Irgendwie sind die Preise gerade ganz schön im Arsch. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt so. So, dann gehen wir mal auf die nächste Seite. Hier haben wir 1,68 €. Habe ich für 1,30 € gekauft. Warte mal, wie gehen denn die Preise eigentlich? War schon bei 1,99 €. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. 1,68 €, wenn ich die jetzt verkaufe. Für 1,68 €. Da mache ich 17 Cent Gewinn. Na, leck mich fett. Aber ich verkaufe eine trotzdem, weil ich habe davon drei. Ich weiß nicht, warum ich drei habe. So, 1,38 €, Alter. Die ist aber runtergegangen, oder? Die war bei über 1,90 € und jetzt ist sie weniger wert als am Tag, wo ich sie gekauft habe. 1,38 €, 1,09 €. Irgendwie sind die Preise voll im Arsch. Oh mein Gott. Habe ich alles so für 1,30 €. Die gehen überhaupt nicht hoch. Die waren doch schon mal höher. Mhm. 1,34 €. Was kostet die? 1,54 €. Aber wenn die Preise jetzt wirklich so derbst im Arsch sind, dann müsste man ja eigentlich mal auf den Markt gucken. Was? Wo ist Rust? Da ist Rust. Was der Markt an günstigen Sachen so hergibt. Ich gucke immer mal wieder gerne, aber. So, ja, diese ganzen 7-Cent-Angebote, da ist eh nur Bullshit bei. 8 Cent. So, wir können jetzt mal gucken, wie das aussieht. Preise wirklich so derbst im Arsch sind. Swap Master, die komische Pumpgun da. 64 Cent. Bandit. Headwrap. Bandit, Headwrap. Da ist ein Totenkopf drauf, die muss ich kaufen, es geht nicht anders. Mir leid. Kaufantrag gestellt. Bam bam, danke. Also für 90 Cent habe ich die letztes Mal, wollte ich die nicht kaufen, aber für 60 Cent kann ich die ja mal mitnehmen.
Vandal Chestplate. Also 90 Cent war sie mir nicht wert. Aber für 64 nehme ich sie mit. So, was haben wir hier denn noch Schönes? Chief Train Pump Shotgun. Nö, Shotgun brauche ich nicht. Die benutze ich eh super selten. So, und da Chest Mask. Nee, will ich nicht. Rotten Scalp will ich auch nicht. Die habe ich. Habe ich auch schon 15 Cent Verlust gemacht. Dreamcatcher. Warum Dreamcatcher? Sieht voll scheiße aus. So, was haben wir denn hier noch? Schade, also zeitweise waren die Preise wirklich geil. Die finde ich natürlich, die sieht auch witzig aus. Die Santa Mask. Aber, nee, einen Euro gebe ich dafür nicht aus. Die benutze ich eigentlich eh nicht so. So, was haben wir hier denn? Radar Roadside West, nein. Home Sweet Home. Der ist sogar noch schlechter als mein anderer. Furnace. Nö. Ah, ist mein Furnace, wie ich ihn hasse. Ich hasse ihn wie die Pest. Das war so ein Fehlkauf. Ich weiß gar nicht, wieso ich ihn gekauft habe. Der sieht eigentlich echt scheiße aus. Also, würde ich hier jetzt mal so einen Schlafsack oder so in der Preiskategorie geben, der halbwegs brauchbar aussieht, könnte man ihn abgreifen. Aber irgendwie gibt es hier nichts. Die sieht natürlich auch nice aus. Wie ist denn der Preisverlauf? Am Anfang war er ganz übel hoch. 4,22 € und jetzt dümpelt das Ding für 1,20 € darum. Die werde ich auch mitnehmen. Ich habe zwar eine ziemlich coole Python, aber die will ich einfach haben. Scheißegal. Schon ist mein Budget wieder ein wenig gesunken. Christmas Furnace? Nein. Ich kann kein Furnace mehr kaufen. Ich habe schon so viel Miese gemacht mit diesen ganzen Furnace-Dinger. Okay, bei Zeit muss ich das Spiel auf jeden Fall mal wieder zocken. Weil. Es hat sich immer wieder ein bisschen was geändert und gestern ist, glaube ich, wurden die Server gewiped. Vorgestern wurden die Server gewiped. Also muss ich heute mal wieder ran. So, ich habe ein paar Sachen gekauft, neue Gegenstände. Klicke ich mal drauf. Guti. Dum dum dum. Hier haben wir unsere Pistole. Hier, zack. Die drei Sachen habe ich gekauft. Scheißegal. Kann man machen. 1,38 €, Mann, ist ja schlecht. Okidoki, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann, ciao.